Willkommen bei Schreibart Online. Mein heutiger Gast ist Anna Weidenholzer. Es freut mich sehr, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Die Schreibart ist ein Programm des Außenministeriums, in dem es ja darum geht, österreichische Autorinnen und Autoren international bekannter zu machen. Das ist mit Reisen verbunden, das ist mit Lesungen verbunden an verschiedenen Orten. Das geht derzeit alles nicht. Wie geht es Ihnen in dieser Situation, wo man eben nicht herumfahren kann, wo man keine Lesungen auch haben kann? Ja, mir fehlt das Reisen irrsinnig. Mir fehlt die Möglichkeit, dass wir zueinander können. Ich bin keine Freundin von Grenzen und ich glaube, das, worauf ich mich am meisten freue, ist einfach wieder, wenn wir uns einander begegnen können wieder. Und natürlich fehlen mir auch die Lesungen und der direkte Kontakt mit dem Publikum, mit Lesenden, aber auch ganz allgemein der Kontakt mit Menschen oder die Möglichkeit, zueinander zu kommen. Die Reisen sind das eine. In Ihren Büchern ist es so, dass Sie sich oft ganz kleine Schauplätze aussuchen. Und an diesen ganz kleinen Schauplätzen, da sind Leute dann in kleinteiligen Szenerien, wenn man so will, oft ganz wenige Personen und kleine Geschichten, die da erzählt werden. Von diesen kleinen Geschichten gehen dann aber ganz große Themen aus. Ist das ein Anspruch, den Sie an Ihre Literatur stellen, dass Sie kleine Szenerien so darstellen, dass sich allgemeingültige Thematiken daraus ergeben oder ableiten lassen? Ja, ich glaube, dass sich die große Welt sehr gut im Kleinen darstellen lässt. Und wie jetzt das eine, das andere gibt es oft schwer zu sagen beim Schreiben. Also von was man jetzt ausgeht oder was dann zu dem bestimmten Setting hinführt. Aber ich arbeite sehr gern mit oder sehr viel mit Beobachtungen und mit Details. Und oft ist es einfach nur so ein kleines, ja, etwas ganz Kleines, was passiert, was dann auch eine größere Geschichte auslöst oder überhaupt das Erzählen anstößt. Und von daher kommt es wahrscheinlich auch irgendwo, dass das Setting dann in den Romanen so ist. Zu diesen kleinen Situationen, zu diesen kleinteiligen Szenerien gehört eine ganz eigene Sprache, gehören ganz eigene und sehr typische Anna Weidenholzer Dialoge. Sie haben einmal gesagt, dass es zu Ihren häufigsten Tätigkeiten beim Recherchieren gehört, dass Sie Sätze sammeln. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich bin sehr viel draußen unterwegs. Also einerseits, also momentan, wo ich viel in Wien bin oder hauptsächlich in Wien bin, passiert es dann im näheren Umfeld der Wohnung, dass ich einfach rausgehe und wirklich bewusst schaue, was passiert jetzt. Also einerseits, was sehe ich auf der Straße, welche kleinen Dinge sehe ich vielleicht, aber auch welche Sätze bleiben hängen. Also das kann jetzt sein, wenn irgendwer mit dem Handy telefoniert oder irgendwie nur die Ohrenstöpsel drinnen hat und es bleibt so ein einzelner Satz hängen, dass der manchmal, ja, dann eins zu eins in eine Geschichte eingebaut wird. Also ich schreibe mir das dann alles auf und entweder wird es direkt im Text verwendet oder es löst irgendwas im Erzählen aus. Aber es ist so ein, ja, man kann sagen, so ein Rausschneiden von Schnipseln und die dann in fiktive Texte wieder eingebaut werden. Kann man sich das so vorstellen, dass Sie dann immer mit dem Notizbuch unterwegs sind und das sofort aufschreiben, was Sie hören? Oder ist das etwas, was nachher passiert, wenn Sie wieder zu Hause sind? Mittlerweile ist es eher ein Unterwegssein mit dem Telefon. Also ich finde das sehr praktisch, dass ich einfach da direkt hineinschreiben kann, Dinge auch aufnehmen kann, teilweise Fotos machen kann. Also das ist sehr praktisch und hilfreich, einfach diese Notizenfunktion zu haben, wo dann alles hineingeschrieben wird, was so passiert. Aber es ist so eine laufende Materialsammlung. Natürlich gibt es dann auch das Notizbuch, das irgendwo das andere dann wiederum ergänzt. Aber es sind so diese zwei Dinge, die dann zusammenkommen und ja, dann auch wieder durchgesehen werden regelmäßig. Sie haben das Recherchieren, das Fragestellen ja als Journalistin betrieben, beruflich, haben das gelernt da, sind dann aber, soweit ich weiß, vom Journalismus jetzt ganz weggegangen und sind, in Anführungszeichen, nur mehr Schriftstellerin. Was kann die Literatur,
gerade im Hinblick auf diese Darstellung von Alltagssituationen, im Zeigen von diesen besonderen sprachlichen Sonderformen, was Journalismus nicht kann. Ja, als Journalistin bin ich mittlerweile nicht mehr tätig. Ich glaube, das steht nur noch auf Wikipedia, also eigentlich schon sehr lange. Aber ja, was der Unterschied ist, also ich glaube, dass man einfach viel mehr Raum hat, Stimmung zu erzeugen. Also einerseits bin ich natürlich in meinem Schreiben freier, dadurch, dass ich das Thema und das Setting und alles frei wählen kann und die Struktur und einfach auch den Platz habe, Geschichten zu erzählen. Und andererseits kann man mit Literatur oder mit Sprache einfach weit freier arbeiten und einfach auch über die sprachliche Form eine gewisse Stimmung ausdrücken und eine gewisse Melodie vielleicht auch erzeugen oder den gewissen Ton, der jetzt den Text ausmacht. Melodie ist ein gutes Stichwort, denn das ist auch etwas, was Ihre Bücher ganz eigen macht, ein eigener Sprachrhythmus, eine sehr knappe, eine oft lakonische Sprache und Satzmelodie. Und da muss ich dann immer dran denken, dass Sie in Interviews, in Gesprächen sehr oft sagen, dass Sie immer Musik hören beim Schreiben. Hat das mit dieser Satzmelodie zu tun, mit dem Rhythmus, oder hören Sie Musik wegen der passenden Texte? Gibt es eine bestimmte Musik für bestimmte Texte oder ist das eher eine Stimmungsfrage? Ja, Musik ist ganz wichtig für mich beim Schreiben. Also Schreiben beginnt immer damit, dass ich meine Kopfhörer, also es sind so große Kopfhörer, aufsetze und Musik höre. Und ich kann jetzt nicht sagen, inwiefern sich das dann genau auf die Textmelodie überträgt, aber es hat auf jeden Fall etwas mit der Schreibhaltung zu tun oder mit der Schreibmelodie oder vielleicht mit dem melodiösen Zugang zum Schreiben. Aber es braucht immer Musik. Also es gibt dann für jeden Text eigenen Soundtrack sozusagen. Und oft ist es auch so, dass ich, wenn ich merke, ich kann jetzt nicht weiterschreiben, dass es einfach auch eine Zeit braucht, bis ich die richtige Musik wieder habe, um jetzt wirklich an dem Text weiterarbeiten zu können. Also es gibt bestimmte Musik für bestimmte Texte auf jeden Fall und ja auch bestimmte Musik für bestimmte Figuren innerhalb der Texte. Die hören dann teilweise auch Musik, die ich jetzt so außerhalb des Schreibens vielleicht nie hören würde, aber es passt genau zu dieser Figur und die Figur braucht diese Musik in dem Moment. Etwas, was in sehr vielen Ihrer Bücher vorkommt, ist die Soziologie. Mir fällt auf, dass vor allem in den letzten beiden Büchern das Fragestellen eine große Rolle spielt und im neuen Buch jetzt weniger das Fragestellen, sondern da gibt es eine Figur, die Professorin, die an den absurdesten Stellen eigentlich irgendwelche Forschungsergebnisse preisgibt, von irgendwelchen soziologischen Experimenten berichtet. Das passt dann aber immer sehr gut zum Geschehen und erklärt auf einer anderen Ebene vieles, was dann passiert. Wie kommt es zu dieser soziologischen Schlagseite Ihrer Texte? Ja, das soziologische Interesse habe ich wahrscheinlich von Kind auf irgendwo mitbekommen. Also mein Vater hat Soziologie studiert, unterrichtet als Uniprofessor und insofern bin ich einfach groß geworden mit diesen Themen und das hat sich auch irgendwo geprägt und ich merke einfach es ist einfach so, wenn ich Themen suche oder manchmal sucht man sich ja die Themen nicht unbedingt, die kommen ja dann vielleicht auch von irgendwo, von Dingen, die man jetzt beim Lesen entdeckt oder irgendwo im Radio vielleicht hört oder so, dass das dann einfach die Themen sind, die mich ansprechen und die etwas auslösen und in Bewegung bringen. Das passt ja inhaltlich auch immer sehr gut, weil dieses soziale Zusammenleben, die Frage, wie man zusammenlebt, etwas ist, was alle Ihre Texte auch wieder prägt. Im letzten Buch war es die Frage nach dem Glück. Jetzt ist es eher die Frage nach dem zufriedenstellenden Zusammenleben, nach dem Zusammensein in verschiedenen Konstellationen. Das ist dann fast so etwas wie eine wissenschaftlich wirkende Annäherung an solche Lebenssituationen, wenn man Ihre Texte daraufhin liest.
Ist das auch etwas, was Sie selber so sehen, dass man schreiben kann, um eine soziale Konstellation besser zu verstehen, besser zu zeigen, besser darstellen zu können? Ja, es geht auf jeden Fall um das Verstehen oder den Versuch des Verstehens, also was diese Welt vielleicht ist, in der wir leben oder wie dieses Zusammenleben funktioniert oder wie wir als Gesellschaft überhaupt funktionieren und vielleicht auch, wie groß dieses Wir ist oder wo die Grenzen des Wirs sind. Und ja, das beschäftigt mich auf jeden Fall. Also auch in meinem Recherche- oder Beobachtungsprozess, also der ist ja auch sehr stark durch den Alltag geprägt, also einfach durch das Hinausgehen, das Schauen, okay, wie funktioniert jetzt der Alltag, der uns umgibt und was passiert vielleicht in Momenten, die jetzt absolut nicht spannend wirken auf den ersten Blick oder ja, was sind da die Kleinigkeiten, die vielleicht absurd sind oder genau dieses Leben irgendwo ausmachen. Ein bisschen absurd sind manchmal auch die Titel. Und zwar nicht, weil die Titel an sich absurd sind, sondern weil es so eine Art von Verfremdungseffekt ist, wenn man diese surreal anmutenden Titel und dann diese Beziehungskonstellationen nebeneinander sieht und liest. Sie haben 4 Bücher bisher publiziert, einen Erzählband und 3 Romane. Und in jedem Titel kommt ein Tier vor. Im ersten war es ein Hund, dann waren es Fische, dann Seesterne und im neuen ist es ein Schwan. Ist das Zufall oder gibt es da ein spezielles Interesse einfach, dass Sie Tiere immer einbauen müssen? Ich würde sagen, es ist Zufall und Absicht zugleich. Also eigentlich habe ich nach der Wintertut den Fischen gut, dem ersten Roman, den Vorsatz gehabt, kein Buch mit Tier im Titel mehr zu schreiben. Dann waren die Seesterne da und dann war der Titel da und dann bin ich erst drauf gekommen, okay, es ist wieder ein Tier. Und ähnlich war es dann auch bei dem Schwan. Und mittlerweile denke ich mir, vielleicht waren das einfach auch die Zehnerjahre und das Jahrzehnt der Tiere. Also momentan habe ich wieder den Vorsatz, das nächste Buch ohne Tier im Titel zu schreiben und vielleicht werden es jetzt dann Pflanzen oder irgendetwas anderes, mal sehen, was dann wirklich dabei herauskommt. Sie werden heute ja auch eine Erzählung lesen, die kein Tier im Titel hat, sondern eine Zwiebel. Ist das dann quasi schon der erste Schritt oder hat das noch keine Bedeutung für den Titel des Erzählbandes, der gerade im Entstehen ist? Ja, ich bin mir da noch nicht so sicher, was genau passiert. Also vielleicht werden es auch noch Maschinen statt Pflanzen oder irgendetwas. Kann auch sein. In Ihrem letzten Roman Finde einem Schwan ein Boot spielt die Kommunikationslosigkeit, wenn man so will, eine sehr große Rolle. Die Beziehungen in diesem Buch, ganz egal, ob das jetzt Liebesbeziehungen sind, ob das nachbarschaftliche Beziehungen sind, ob das Familienbeziehungen sind, die sind alle irgendwie davon geprägt, dass die Leute nicht miteinander reden, nicht miteinander reden können, dass sie Fragen nicht stellen, dass sie ihre Wünsche nicht artikulieren. Ist das etwas, was Sie in unserer Welt zunehmend wahrnehmen und daher so stark thematisieren, diese Problematik des Miteinanderkommunizierens? Ja, schon. Also es ist auf jeden Fall diese Thematisierung von dem aneinander vorbeireden oder auch aneinander vorbeileben. Also dass man vielleicht irgendwo in seiner Blase lebt und von anderen Leuten jetzt gar nicht so viel Ahnung unbedingt hat oder vielleicht viel mehr über diese Menschen spricht, das mit ihnen unbedingt. Und gerade in so einem nachbarschaftlichen Kosmos, wie jetzt auch in Finde einem Schwan im Boot, kommt es ja dann auch sehr gut zur Geltung, weil gerade dort ja auch noch vielleicht Leben oder Lebensrealitäten aufeinandertreffen, die jetzt unterschiedlich sind, könnte man sagen, ja. Zu dieser fehlenden oder nicht funktionierenden Kommunikation passt dann auch gut dazu, dass in diesen Beziehungen ja auch keine besondere Zuneigung vorkommt. Also das sind ja ganz andere Dinge, die diese Beziehungen prägen. Das ist oft eine Art von Kontrollzwang. Oft ist es irgendeine Konvention, die gesucht wird oder einfach der Wunsch, seine Ruhe zu haben und darum halt in dieser Situation zu bleiben,
um jetzt nicht irgendwas Neues, irgendwas Ungewohntes beginnen zu müssen. Das führt dazu, dass einerseits eine sehr analytische Komponente auch da drin ist, wie Sie auf diese Beziehungen schauen. Andererseits und fast noch mehr sind diese Szenen aber von einem sehr schwarzen Humor geprägt zum Teil. Wenn die Leute miteinander reden oder wenn sie eben nicht aussprechen, was sie eigentlich reden würden, man das lesen kann, was sie gern sagen würden, sie dann aber ganz etwas anderes sagen. Wie sehr ist dieser schwarze Humor etwas, was für Sie wichtig ist in Ihren Büchern? Ja, ich glaube, es braucht immer auch irgendwo ein gewisses Austarieren oder ein Gegengewicht. Also wenn es jetzt irgendwo dunkler wird, braucht es vielleicht auch dann den dunklen Humor als, oder den schwarzen Humor als Ausgleich dazu. Es ist auf jeden Fall wichtig für mich im Schreiben, um dem Ganzen vielleicht auch irgendwo die Schwere dann zu nehmen oder ja, es irgendwo aufzulockern ist jetzt auch das falsche Wort. Also es ergibt sich einfach auch viel im Schreiben, wie man dann miteinander spricht oder umgeht oder lebt oder welchen Weg die Figur jetzt genau einschlägt oder ja, wie die Beziehungen dann auch funktionieren. In diesem Roman, aus dem Sie dann ja auch lesen werden, Finde einem Schwan ein Boot, ist ja dieser Titel eigentlich schon ein sehr humorvoller. Es wird im Buch dann ja auch erklärt, dass es da eine Geschichte gibt von einem Schwan, der sich in ein Boot verliebt. Und das passt dann ja wunderbar zu den ganzen Beziehungen, die in diesem Buch vorkommen. Wie kam es zu diesem Titel? Die Geschichte mit dem Schwan ist eine Geschichte, die es tatsächlich gegeben hat. Das war vor mittlerweile gut 15 Jahren, glaube ich, gab es den Schwan Petra. Und dieser Schwan war auf einem See in Münster in Deutschland unterwegs und war eine schwarze Schwänin und hat sich in ein Tretboot verliebt aus Plastik. Und diese Liebesbeziehung ist über einige Zeit gegangen und hat auch große mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und es gibt dann ganz viele Untergeschichten. Also Petra hatte dann noch irgendwie, hat verschiedene Partner vorgestellt bekommen, damit sie sich in einen echten Schwan verliebten. Das hat nicht funktioniert und irgendwann war sie dann einfach verschwunden. Und ein paar Jahre später ist sie dann wieder aufgetaucht und war dann auch, es ist jetzt, führt jetzt eigentlich zu weit, aber sie war dann in einer Beziehung mit einem schwarzen Schwan und es hat sich aber dann irgendwie der Sohn in eine Ente verliebt. Also es ist irgendwie ganz wirre Beziehungsgeschichten, die in dieser Schwänin stecken. Und das war irgendwo so diese Geschichte, die dann die Schwester von Peter, einem der Protagonisten im Buch, erzählt und einfach auch sehr gut passt zu diesen Beziehungsgeschichten oder zu diesen Beziehungswirrnissen in dem Text, in dem Roman, ja. Das Buch nimmt im Lauf der Handlung neben all diesen Beziehungsgeschichten und neben all diesen auch humorigen Stellen eine sehr politische Wendung und wird eigentlich zu einem, wie ich meine, politischeren Text als alle Ihre bisherigen Bücher, mit einer ganz interessanten Aussage. Wenn ich richtig liege, dann könnte man ja so sagen, dass dieses Buch zeigt, dass der Faschismus oder wie immer man es nennen will, in uns liegt, aus uns kommt und dadurch eigentlich zum Vorschein kommt, dass wir die Dinge, die uns eigentlich angehen, nicht aussprechen, dass wir uns Konventionen beugen, dass wir irgendwelchen Systemen einfach Recht geben, um unsere Ruhe zu haben, so wie das im Buch auch passiert. Und indem man dann immer mehr zulässt, um eben seine Ruhe zu haben, stützt man auf Dauer dann politische Entwicklungen, die einem auf lange Sicht natürlich extrem schaden. Diese politische Aussage, ist das etwas, was einer Wahrnehmung unserer politischen Gegenwart folgt? Ja, auf jeden Fall. Also was mich beim Schreiben einfach auch sehr stark interessiert hat, waren diese Geflechte. Also einerseits, wie spielen jetzt vielleicht politische Stimmungen in Beziehungen hinein?
Aber auch, was passiert aus Bequemlichkeit vielleicht einfach? Oder was passiert, weil die Mehrheit jetzt einer bestimmten Meinung ist? Oder wie schließen wir uns Meinungen an? Oder ja, wie passiert das einfach alles? Also das war ein sehr wichtiger Grund auch beim ein sehr wichtiger Punkt beim Schreiben auch, der mich auch beschäftigt hat. Und es wird in dem Text dann auch die Studie von Solomon Asch erwähnt zu Linien. Und das ist auch ein Text gewesen, der mich sehr stark beeinflusst hat, beim Schreibbeginn zumindest oder beim Anstoß. Solomon Asch hat in seiner Studie zu Linien ist er so vorgegangen, dass er eine Versuchsgruppe hatte. Und bis auf eine Person waren alle Schauspieler. Sie bekamen so zwei Tafeln hingehalten. Also auf der einen waren drei Linien mit unterschiedlichen Längen. Auf der anderen Tafel war eine Vergleichslinie und die Studienteilnehmer mussten sagen, welche Linie gleich lang ist. Und die ersten Runden verliefen relativ einfach dahin. Also man hat einfach ein paar Linien gesehen, die offensichtlich unterschiedlich lang sind. Und eine Linie, die offensichtlich gleich lang ist wie die anderen Linien. Und dann kam die Runde, wo alle eingeweihten Teilnehmer eine falsche Antwort gegeben haben. Also wo dann plötzlich die Versuchsperson sozusagen in der Situation war, okay, was sage ich jetzt, schließe ich mich der Mehrheit an und gehe ich mit denen oder sage ich das, was offensichtlich das richtige Ergebnis ist. Und was Asch herausgefunden hat, war, dass ein Drittel der Versuchspersonen sich der offensichtlich falschen Antwort angeschlossen haben, wenn es die Mehrheit gemacht hat. Und wenn eine Person aus dieser eingeweihten Gruppe dann die richtige Antwort gegeben hat, hat sich das auf 5% minimiert. Und das war so eine Studie, die mich dann beim Lesen ja auch sicher beeinflusst hat für diesen Roman. Ja. Wie all diese soziologischen Themen Stränge bringt diese Geschichte ja auch die Professorin im Buch ein. Und diese Professorin ist ja eigentlich eine Figur, die am Rand der Gesellschaft und auch am Rand der kleinen Gesellschaft in diesem Buch lebt, die ein bisschen jenseits auch schon ist, die offenbar auch Alkoholikerin ist, einen Großteil ihres Tages im Kaffeehaus verbringt. Und das Einzige, was sie sagt, sind eben diese im Buch absurd anmutenden soziologischen Sätze. Ist das auch so eine Analyse für sich, dass die Leute, die die Wahrheiten dann wirklich vermitteln, eigentlich als absurd wahrgenommen werden, dass sie am Rand der Gesellschaft stehen? Man könnte es so lesen. Also es ist jetzt beim Schreiben nicht direkt so entstanden, aber es war dann irgendwann plötzlich diese Figur da, der Professorin. Also die Professorin ist auch keine wirkliche Professorin oder man weiß es nicht unbedingt. Sie ist einfach eine Trinkerin, die plötzlich in diesem Café Maria auftaucht, das ein sehr wichtiger Schauplatz ist und der ihre Geschichten erzählt. Und sie hat sich in den Text eingeschlichen und dann mit großer Vehemenz ihren Platz beansprucht. Wie viele andere Figuren in diesem Buch ist diese Professorin ja eigentlich auch so eine Frage, die da auftaucht, die gestellt wird. Und etwas, was in ihren Büchern immer wieder auftaucht, nämlich eine Leerstelle, also etwas, was die Leserinnen und Leser dann füllen können, das dazu anleitet, sein eigenes Buch dann irgendwie dazu zu schreiben oder daneben weiterzuschreiben, sich etwas zu überlegen, wie das weitergehen könnte oder auch anders gehen könnte, was in diesem Buch beschrieben ist. Wie wichtig ist Ihnen dieses Erzeugen von Leerstellen, dieses Reduzieren der Aussage Ihrer Bücher, sodass ein großes Fragezeichen überbleibt und diejenigen, die diese Bücher dann lesen, quasi selber weiterschreiben, weiterdenken können? Die Leerstellen haben auf jeden Fall eine große Bedeutung für mich. Also es ist so etwas, was mich ständig beim Schreiben beschäftigt, wie weit ich zurückdrehen kann. Also wie weit kann ich jetzt zurückdrehen im Text, dass er vielleicht umso heftiger dann entgegenschlägt. Also ich glaube, dass es
gut ist oder ja, ich glaube, dass es gut ist, Dinge auszusparen und nicht alles auszuerzählen und möglichst viel Freiraum auch zu lassen. Also einerseits um dem Leser, der Leserin diese Art Freiraum zu geben, aber auch bei mir in meinem Schreiben. Also mir kommt es dann schnell einfach auch zu viel vor, und zu viel an Erklärungen, und zu viel an, ja, an Text. Aber gleichzeitig ist es dann auch ein sehr starkes Hinschreiben auf Details. Also es ist so eine Mischung. Vielleicht ist es auch so wie beim Humor, so dieses Gegengewicht, das es dann braucht. Also einerseits dieses genaue Hinschauen auf Details und auf Kleinigkeiten und andererseits dann aber auch dieses Aussparen und Freiraum lassen, Leerstellen. In der ersten Lesestelle sind wir ja zu Besuch bei einem ganz besonderen Paar, bei Carla und Heinz. Die Carla hat irgendwie so ein bisschen Blockwart-Charakter in diesem Wohnblock, um den es da geht. Und auch ein Chinchilla spielt eine große Rolle, nicht nur im Leben der beiden, sondern überhaupt in dem Buch. Wir sangen es doch, als Heinz ein paar Wochen später seinen Geburtstag feierte. Einen runden, er wollte uns nicht verraten, wie alt er wurde. Und weil es Heinz Geburtstag war, fragten wir nicht nach. Er hatte mehrere Gäste geladen. Zu 10 sollten wir in diesem Abend um den viel zu kleinen Esstisch im Wohnzimmer sitzen und nicht im Café Maria, wo Heinz sonst alle Ereignisse feiert. Maria war seit einer Woche krank. Das ist, weil die Professorin bei ihr gewesen ist, hatte Heinz ein paar Tage zuvor ins Telefon gesprochen. Im Hintergrund hörte ich Carla. Ich konnte nicht einordnen, ob sie zustimmte oder widersprach. Heinz hätte zu diesem Zeitpunkt viel darum gegeben, die Professorin einmal gesehen zu haben, aber es gelang ihm aufgrund seiner Arbeitszeiten nicht. Er sprach trotzdem viel über sie. Von ihrem Auftreten um Punkt 16 Uhr, dem trockenen Husten, der das Öffnen der Tür begleitet, der Zielgerichtetheit, mit der sie den zweiten Barhocker von links ansteuert und davon, dass sie auch nach dem zweiten Glas nie ihren Mantel ablegt. Von all dem hat ihm Maria unzählige Male erzählen müssen, aber gesehen hatte er sie damals noch nicht. Wilfried verbringt seinen Urlaub auf den Kanaren, sagte Heinz, und die Professorin ist jeden Tag bei ihr gewesen. Das dürfte ihr zu viel gewesen sein. Maria ist ansonsten robust. Die Professorin kommt nur, wenn meine Wilfried geschlossen ist. Wilfried betreibt sein Lokal 2 Bushaltestellen weiter. Im Gegensatz zu Maria bezeichnet er es nicht als Café, sondern als Bar, aber ansonsten ist nicht viel Unterschied. Die gleiche Holzvertäfelung, der Raum vielleicht ein bisschen größer, aber das Café Maria beherbergt in etwa gleich viele Dekorationsobjekte wie Weiner Wilfried. Und anders als Maria schließt Wilfried 5 Wochen im Jahr, um Urlaub zu machen. Die Stammgäste würden eine andere Bar finden, sagt er, und wegen der paar Menschen dürfe man nicht auf ein schönes Leben verzichten. Wenn Wilfried braun gebrannt aus dem Urlaub zurückkommt, sind die Stammgäste allerdings enorm verunsichert. Da sind sich Heinz und Maria einig. Dass es so kommen wird, hätten wir wissen müssen, sagte Heinz ins Telefon. 5 Wochen im Jahr verlegt die Professorin ihre Nachmittage zu ihr. Und jedes Mal ist Maria danach krank. Und dass sie noch nie jemand von uns gesehen hat, obwohl sie seit Jahren Wilfrieds Urlaube im Café Maria verbringt, dass wir alle noch kein einziges Mal begegnet sind. Damit möchte ich jetzt nicht anfangen. Wie sie jedes Mal mit diesem Tonfall sagt, ihr kommt zu spät. Das ist doch seltsam. Hätte ich nicht das eine Mal das benutzte Sherryglas auf der Bar entdeckt, ich hätte es Maria nie geglaubt. Im Hintergrund war wieder Carla zu hören. Ich konnte nicht verstehen, was sie sagte, aber es klang genervt. Wie auch immer, sagte Heinz, Maria ist krank und deshalb verlegen wir die Feier zu uns. Anders als bei Carlas Geburtstag gab es dieses Mal keine Torte. Heinz hatte zu einer Abendveranstaltung geladen und er war der festen Überzeugung, eine Torte gehöre da nicht dazu. Am Vormittag, als Carla begonnen hatte, Eier in eine Schüssel zu schlagen, Eigelb von Eiklar zu trennen, behutsam in der Schale hin und her, hatte das zu einem großen Streit geführt, wie wir gleich bei unserer Ankunft erfuhren. Gerade als ich das zweite Ei aus dem Karton nehmen wollte, sagte Carla, während wir unsere Jacken auszogen. Und wisst ihr, was er gesagt hat?
Wir wussten, sie würde unsere Antwort nicht abwarten und suchten einen Platz für die Jacken. Carla stand neben uns und stemmte die Hände in die Hüften. Wir legten sie schließlich auf die Kommode, auf dem Kleiderständer war kein Platz mehr. Er war ohnehin immer so voll, dass nur wenige zusätzliche Kleidungsstücke Platz fanden und die anderen Gäste waren vor uns gekommen. Peter seufzte, als sein Telefon auf den Boden fiel. In letzter Zeit kam das häufig vor. Ich dachte mittlerweile, es würde ihm mit Absicht aus den Taschen rutschen, damit er sich bald ein neues zulegen könnte. Peter hatte immer noch kein Diensthandy und er wollte, dass sein Telefon zumindest so aussah, als wäre es eines. Langsam bückte er sich und hob es auf, wieder kein Sprung. Er seufzte erneut und Carla nickte. »Spar dir deine Eier«, hat er gesagt. Carla wollte gerade zum Rest der Geschichte ansetzen, aber wir gingen schnell ins Wohnzimmer zu den anderen Festgästen. Wir waren tatsächlich die Letzten. Ich warf Peter einen schnellen Blick zu, aber er ließ sich nichts anmerken. Ich weiß, wie unangenehm ihm solche Situationen sind. Jeder erhob sich von seinem Sessel. Die Männer wurden uns der Reihe nach vorgestellt. Ich kannte sie alle nicht. Das Chinchilla saß ruhig im Wohnzimmerschrank. Heinz hatte erst vor wenigen Tagen ein Zwischenbrett herausgenommen, was es ermöglichte, dass der neue Käfig nun auf der Höhe des Fernsehers im Regal Platz fand, statt der verstaubten Gläser, die stets auf besondere Anlässe warteten, statt der eingerahmten Bilder, die Carla und Heinz bei ihren Urlauben zeigten. Carla und Heinz auf einem Elefanten, Carla mit einer Schlange um den Hals, Carla und Heinz mit lachenden Gesichtern und jeder Menge Essen am Tisch. Heinz mit einem Glas Uso vor sich. Streng genommen sei der Käfig zu klein, war sich Heinz schon bei der Anschaffung sicher gewesen. Der alte war artgerechter, aber früher hatten Chinchillas auch noch nicht so viel Platz. Heinz hatte ihm dafür ein Laufrad gekauft. Es lag auf dem Couchtisch, es war noch nicht ausgepackt. Keine halbe Stunde, nachdem wir Platz genommen hatten, spielte Heinz die ersten Akkorde. Wir wussten nicht recht, wie wir uns verhalten sollten, also taten wir es den anderen nach. Wir füllten unsere Gläser aus der Doppelliterflasche Wein, die Heinz zuvor auf den Tisch gestellt hatte. Wir lachten, als alle in ein Lachen einstimmten. Wir hängten uns ein und schunkelten zum Takt der Musik. Drum, wer im Jänner geboren ist. Es war das erste Mal, dass ich Heinz singen hörte. Er hatte eine kräftige Stimme, es überraschte mich nicht. Steht auf, steht auf, steht auf. Zwei Versicherungsvertreter erhoben sich. Ich hatte damals schon vergessen, wie sie hießen. Es waren hauptsächlich Versicherungsvertreter anwesend, Kollegen von Heinz. Konkurrenten sagte er nicht, zumindest nicht, während sie um seinen Tisch saßen. Der Sessel des einen stand zu nahe bei der Wand, weshalb er sich langsam erhob und eine seltsame, halb sitzende, halb stehende Haltung einnahm. Und nimmt sein Gläschen in die Hand. Die Männer hielten ihre Gläser hoch, wir alle blickten zu ihnen auf. Und sauft es aus bis an den Rand, sauf aus, sauf aus, sauf aus. Heinz klatschte in die Hände, als der Erste sein Glas laut auf den Tisch stellte. Der Zweite konnte nicht so schnell trinken, was vielleicht auch mit seiner Haltung zu tun hatte. Der Wein tropfte aus seinem linken Mundwinkel auf das Hemd. Bei der nächsten Runde begann Heinz und vollendete seinen Satz nicht. Er war schon bei der zweiten Strophe angekommen. Drum wer im Februar geboren ist. Im weiteren Verlauf unterbrach Heinz jedes Mal sein Ziehharmonikaspiel, wenn jemand sein Glas geleert hatte. Er klatschte in die Hände und gab Carla ein Zeichen, die das Glas daraufhin sofort wieder füllte. Erst dann spielte er weiter. Im Juni, Juli und August war niemand geboren, weshalb Heinz drei Strophen durchspielen musste, ein bisschen schneller, nachdem Carla gesagt hatte, sagte ich doch, dass wir zu wenig sind, dass das kein Lied für private Feiern ist. Drum, wer noch nicht geboren ist, sauf aus, sauf aus, sauf aus. Nach der letzten Strophe setzte Heinz direkt mit der ersten fort. Die beiden Versicherungsvertreter erhoben sich wieder, der eine aufrecht, der andere gebückt, so nahm alles seinen Gang. Der Wein war viel zu süß. Ich wünschte, sie hätten ihn gespritzt, zumindest mit Cola. Aber Heinz wollte, dass heute mehr getrunken werde. Keine halben Gläser. Runde Geburtstage müsse man feiern, wie sie fielen. Der Versicherungsvertreter bei der Wand stand noch gebückter als zuvor, der andere hielt sich am Tisch. Drum, wer im Juni geboren ist. Ein drittes Mal näherten wir uns dem Sommer.
Mittlerweile sangen alle mit, der Text war leicht zu merken. Heinz übergab einem Versicherungsvertreter die Ziehharmonika, der routiniert weiterspielte, und holte das Chinchilla aus dem Käfig. Mit der linken Hand hielt er es in die Höhe, drei Versicherungsvertreter klatschten, er führte das Glas zur Schnauze des Tieres und versuchte, im Wein einzuflößen. Was nicht gelang, der Wein landete auf dem Chinchilla-Kopf und dem Pullover von Heinz, das Tier zappelte und stieß einen schrillen Schrei aus. Carla riss es ihrem Mann aus der Hand und setzte es zurück in den Käfig. Soll froh sein, sagte Heinz, als alle still waren. Anderswo wird es zu einem Mantel verarbeitet. Er übernahm wieder die Ziehharmonika, aber in den Blicken, die er dem Chinchilla zuwarf, war zu erkennen, dass er ein schlechtes Gewissen hatte. Er spielte sich schnell durch die nächste Strophe, leiser als zuvor. Chinchillas dürfen niemals nass werden, niemals, hat er uns einmal erklärt, als wir auf dem Balkon saßen und es regnete. Nässe tötet Chinchillas. Ich erinnere mich noch gut an Carlas düsteren Blick. Das war an jenem Tag gewesen, als Heinz zum ersten Mal von seinem Plan erzählt hatte, den Käfig neben dem Fernseher zu platzieren. Auf dem Balkontisch lag eine Zeitschrift, Heinz schob sie zu uns hin. Seite 7, sagte er und beobachtete Peter und mich, wie wir die Zeitschrift aufschlugen. Links oben. Anfangs sahen wir nur das Foto einer Frau, die lächelnd in ihrem Wohnzimmer saß. Dahinter, sagte Heinz, als wir nicht reagierten. In der Wohnwand standen 5 große Käfige. In der Mitte war der Fernseher untergebracht. Erst auf den zweiten Blick entdeckten wir die Meerschweinchen. Meinst du nicht, dass der Fernseher die Tiere stört? Fragte ich. Heinz schüttelte den Kopf. Er wirkte fest entschlossen. Man kann den Ton leiser drehen. Das ist überhaupt kein Problem. Diese Erzählung, in deren Titel die Zwiebeln stecken und keine Tiere, die ist ja im Zuge eines besonderen Projekts entstanden, glaube ich. Ja, der Text, die Erzählung ist entstanden während eines Aufenthalts an der Akademie der Künste in Berlin. Ich war dort mit einem Stipendium und es hat dann eine Ausstellung gegeben. Für diese Ausstellung habe ich gemeinsam mit der estnischen Videokünstlerin Lina Sieber ein Projekt gemacht. Und es ging auch um den Moment des Beobachtens oder die Bedeutung des Alltags im künstlerischen Arbeiten. Also Lina hat ein Video gezeigt oder gedreht von einer U-Bahn-Situation, wo man verschiedene Figuren sieht, darunter auch 2 Männer. Der eine macht Turnübungen, während er auf die U-Bahn wartet. Der andere geht mit einem kleinen Hund und kurz vor der Rolltreppe nimmt er dann so diesen Hund unter den Arm und fährt die Rolltreppe hoch. Und ausgehend davon habe ich dann diese Erzählung geschrieben, wo ganz am Rande, oder es kommt sehr zentral ein Mann vor, aber es kommt auch ganz am Rande eine Beobachtung aus diesem Video darin vor. Und insofern ist es auch so dieser Nachzeichnung gewesen des künstlerischen Prozesses oder wie Realität in Fiktion übertragen wird. Wo du die Zwiebeln finden wirst. Das sind Zähne, mit denen ich leben kann, sagte Rosa an dem Tag, als der Flachländer zu uns kam. Es regnete, es stürmte, die Blätter der Palme im Garten bewegten sich, als würde der Herbst nun endgültig zum Abschied winken. Am Brenner soll es schneien, sagte Rosa und fuhr mit der Zunge über ein neues Gebiss. Tut es weh? Fragte ich. Sie schüttelte den Kopf. Du bist jung, sagte sie und drückte mit dem Zeigefinger gegen ihren Schneidezahn. Du musst erst lernen, dass eine Frau ganz anderes aushalten muss. Als Harald und ich beschlossen hatten, die Pension zu übernehmen, erwähnte er nicht, dass sie mit Rosa kommen würde. Er sagte, es ist gut, neben dem Obstbau ein zweites Standbein zu haben. Es ist besser, sich nicht nur auf Äpfel zu verlassen. Rosa hatte die Pension ein halbes Jahrhundert lang geführt und sie sah auch danach, mit Anfang 90, keinen Grund, nicht jeden Tag im Frühstücksraum zu sitzen. Am Vormittag trank sie ein Glas Grappa zur Belebung der Geister, wie sie meinte, am späteren Nachmittag ein Glas Rotwein, das sei gut fürs Herz. Schau,
sagte sie jedes Mal, wenn Harald die Stirn runzelte. Bis jetzt hat es gewirkt. Kamen Urlauber an, war Rosa noch vor mir bei der Tür, um sie zu begrüßen, auch an diesem regnerischen Herbsttag, als der Flachländer zum ersten Mal auftauchte. Flachländer waren Rosas Ansicht nach alle, die in Gegenden mit Bergen niedriger als 2000 Meter wohnten, und das traf auf die meisten Gäste zu. Warum ausgerechnet ihm dieser Name geblieben ist, ich weiß es nicht. Rosa schenkte dem Flachländer von Anfang an mehr Beachtung als allen anderen. Wie er die Schuhe abstreifte, bevor er den Frühstücksraum betrat, wie er den Stift hielt, während er das Gästeblatt ausfüllte. Als er mir den Kugelschreiber zurückgab, begann Rosa zu nicken, langsam und lange. Ich wusste nicht, warum. Es war eine Geste, die ich noch nie zuvor an ihr beobachtet hatte. Er sei auf der Durchreise, sagte er. Ich hoffe auf einen ruhigen Schlaf. Bitte geben Sie mir ein Zimmer von der Straße abgewandt. Die Straße ist auf beiden Seiten, antwortete Rosa. Sie haben die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Es fahren wenig Autos, unterbrach ich sie rasch. Auf beiden Seiten können Sie die Berge sehen. Das ist der Vorteil, wenn man sich in einem Tal befindet. Vorausgesetzt, Sie mögen Berge. Manchen fällt es schwer, mit ihrem Anblick umzugehen. Cholera, bitte, sagte der Flachländer und schaute dabei Rosa an, die wieder zu nicken begann. Ich reichte ihm den Schlüssel zu Zimmer Nummer 6. Ein unauffällig gekleideter Mann, der sich gut an die Umgebung anpasst, dachte ich. Vielleicht ist ihm Rosa deshalb zugeneigt. Sportschuhe, eine beige Hose, wie sie manche bei Wanderungen tragen, andere wiederum generell im Alter, ein kariertes Hemd. Vielleicht, weil ich mir den Flachländer lieber als sportlichen Mann vorstellte, erzählte ich, dass wir im Frühjahr ein Schwimmbecken bauen würden. Wir haben die Pension gerade erst übernommen. Bald wird alles schöner sein. Sie haben geheiratet? Wie bitte? Das Foto dort, das sind doch Sie. Am späten Nachmittag brachte der Flachländer Blumen und eine Karte. Rosa saß schon bei einem Glas Rotwein. Nur wer sich blamieren will, trägt einen Blumenstrauß wie eine Fahne vor sich, flüsterte sie, als sie ihn zur Tür hereinkommen sah. Rosa, bitte. Ich stellte die Karte in die Vitrine, neben das Billett, das sie uns zur Hochzeit geschickt hatte. Herzlichen Glückwunsch zur Vermählung. Schaut, dass ihr niemandem das Herz brecht. Es wäre schade drum. Ich holte eine Vase. Als ich wieder zurück in den Frühstücksraum kam, hielt Rosa den Strauß mit beiden Händen und roch an den Blumen. Rosen und Schleierkraut. Der Flachländer war ein traditioneller Mann. Über die Jahre wurde die Regelmäßigkeit zu seinem auffälligsten Merkmal. Immer am 21. Oktober tauchte der Flachländer auf und verlangte nach Zimmer Nummer 6. Kein einziges Mal hat er sich angemeldet. Es wäre auch nicht nötig gewesen. Er kam, streifte seine Schuhe ab und nahm im Frühstücksraum Platz, um das Gästeblatt auszufüllen. Danach ging er zügig die Stiege hinauf. In seinem Zimmer bemerkte er selbst die kleinste Veränderung. Der Tisch war verschoben, die Gästemappe lag auf dem linken Nachtkästchen statt auf dem rechten, der Sessel war zum Fenster statt zum Fernseher hin ausgerichtet. Was auch immer, sobald er sein Zimmer betreten hatte, ordnete er alles wieder so, wie er es bei seinem ersten Aufenthalt vorgefunden hatte. Als Harald begann, die Zimmer neu zu dekorieren, kleine, aus Holz geschnitzte Äpfel aufzustellen, die alten Bilder, die noch aus Rosas Zeiten stammten, durch neue von Apfelhainen zu ersetzen, dachte ich nicht daran, was das für den Flachländer bedeuten könnte. Schön, sagte ich, und Harald lächelte. Wenig später, am 21. Oktober, stellte der Flachländer sofort nach seiner Ankunft alles auf den Gang und verlangte nach Rosas Bild. Mit der Zeit versuchte ich, vor seiner Anreise den ursprünglichen Zustand des Zimmers wiederherzustellen. Aber es war nicht einfach. Die Gäste nahmen eigenmächtig Veränderungen vor, die mir nicht immer auffielen. Umso mehr wunderte es uns alle, dass der Flachländer den Kater akzeptierte, obwohl der erst im vierten Jahr eingezogen war. Ein roter Kater, dem die Hälfte des Schwanzes fehlte und der zum dicksten Kater des Tals werden sollte. Beim Frühstück gab es niemanden, der ihn nicht fütterte. Harald war sich sicher, die Gäste taten das nicht aus Zuneigung, sondern aus Angst.
Das Tier wusste, wie es seinen Willen durchsetzte, und es schrie in einer Lautstärke, die durch Mark und Bein ging, was es unmöglich machte, ihm den Zutritt zum Frühstücksraum zu verwehren. Also überließen wir die Gäste dem Kater und kalkulierten beim Buffet mehr Wurst und Käse ein. Ansonsten war er Menschen nicht sonderlich zugeneigt, außer dem Flachländer, den liebte der Kater von Anfang an. Sobald er sein Zimmer bezogen hatte, lief der Kater hinauf und verlangte Einlass. Beim Frühstück lag er auf seinem Schoß und gönnte dem Flachländer einen Großteil der Wurst. Wenn ich die beiden so sitzen sah, während ich dem Flachländer wie jedes Jahr zwei Eier auf den Tisch stellte, nicht zu hart und nicht zu weich bitte, und der Kater seinen Kopf hob und schnupperte, ein langes Nicken, ähnlich Rosas Nicken damals, als der Flachländer zum ersten Mal den Frühstücksraum betreten hatte, da belegte ich manchmal, was wir machen sollten, würde der Kater verschwinden. Den Schwanz einer anderen roten Katze abhacken, hätte Rosa gesagt. Du überschätzt die Erinnerung unserer Urlaubsgäste. Meiner Urlaubsgäste. Und du hast ihn nicht gekannt, hast ihn nie miauen gehört. So einen Schrei vergisst man nicht. Die ganze Nachbarschaft merkt, wenn unser Kater unzufrieden ist. Dein Mann würde das bestimmt gut können. Er schneidet Obstbäume mit einer Präzision, die ihresgleichen sucht. Harald würde das nicht tun. Da war ich mir sicher. Selbst wenn er auf Rosas Seite wäre, würde er sagen, der Aufwand sei viel zu groß. Und tatsächlich kam der Tag, an dem sich zeigte, wie wenig er vom Flachländer hielt. Von den meisten Tagen kann ich mit großer Sicherheit behaupten, ich hätte ihren Ausgang geahnt. Es ist wie im Supermarkt. Du gehst hinein und weißt genau, wo du die Zwiebeln finden wirst, weil du seit Jahren dort einkaufst. Und dann haben sie plötzlich umgestellt und vor dir liegen Knoblauchknollen statt Zwiebeln. Ich könnte sagen, so verhielt es sich, als Harald mit dem Dackel kam. Aber der Dackel war keine große Überraschung. Harald hatte schon länger von Hunden gesprochen, dass es gut wäre, einen zum Jagen zu haben. Nein, das war es nicht. Es passierte an dem Tag, der als der verlässlichste des Jahres galt. Am 21. Oktober hatte ich im Zimmer Nummer 6 den Originalzustand wiederhergestellt. Alles war für den Flachländer vorbereitet. Nur an das Eichhörnchen hatte ich nicht gedacht. Die Wand mit den Trophäen befindet sich im Eingangsbereich. Wir gehen so oft daran vorbei, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen. In der Mitte der Wand der Wildschweinkopf, darüber die Geweihe, darunter die Stockente, der Marder und bodennah, den Blick zu den anderen Tieren, das Eichhörnchen. Bis der Dackel einzog und Harald das Eichhörnchen 1,5 Meter weiter oben zwischen Stockente und Marder anbrachte. Es sei zu gefährlich, auch wenn der Hund das Jagen lernen sollte. Ein präpariertes Eichhörnchen bekomme ihn bestimmt nicht gut. Der Flachländer dürfte die Änderung sofort bemerkt haben. Er dürfte das Eichhörnchen abgenommen und nahe seinem früheren Platz am Boden abgestellt haben. Wahrscheinlich wäre er ein paar Stunden später mit Werkzeug aus dem Ort zurückgekommen und hätte es wieder an der Wand montiert. Aber keine Minute, nachdem er seine Zimmertür geschlossen hatte, ging Harald in den Garten und ertappte den Dackel dabei, wie er versuchte, das Eichhörnchen zu vergraben. Um genauer zu verstehen, was daraufhin passierte, muss man wissen, dass Harald eigentlich ein ruhiger, friedliebender Mann ist, der sich lieber um Äpfel als um Worte kümmert. Du wirst sehen, irgendwann bricht alles aus ihm heraus, gleich einem Vulkan, der nach Jahrzehnten zum ersten Mal wieder Feuer spuckt, hatte Rosa einmal gesagt. An diesem Tag wird es von Vorteil sein, Abstand zu wahren. Danach wirst du für längere Zeit wieder Ruhe haben, möglicherweise sogar ein Leben lang. Harald ging also hinauf zu Zimmer Nummer 6 und vielleicht war dieser 21. Oktober tatsächlich der Tag, an dem er all seine schlechten Worte hinausließ. Nach 5 Minuten folgte ich Rosas Rat. Ich setzte mich ins Auto und fuhr in Richtung Autobahn. Als ich zurückkam, war der Flachländer verschwunden. In seinem Zimmer hatte er einen Zettel hinterlassen. Nichts ändern, stand darauf, doppelt unterstrichen und in Großbuchstaben. Im folgenden Jahr hat sich trotzdem alles geändert. Der Flachländer kam nicht mehr. Anfangs dachte ich noch, sein Zug könnte sich verspätet haben. Das war vor 7 Jahren schon einmal der Fall. Aber nichts, kein Flachländer. Nach 3 Tagen gab ich das Zimmer frei. 2 Jahre ist er jetzt schon nicht mehr hier gewesen und seit 5 Wochen ist der Kater tot.
Ich habe ihn in die Tiefkühltruhe gelegt, ganz hinten unter die Erbsen. Niemand in dieser Familie isst gerne Erbsen, er ist dort gut aufgehoben. Manchmal fällt es schwer loszulassen, hat Rosa einmal gesagt. Damals habe ich ihr keine Antwort gegeben. Mit wem sprichst du? Fragt Harald. Er steht im Türrahmen, den Autoschlüssel in der Hand, er hat ihn gefunden. Zum ersten Mal in diesem Herbst trägt er die Daunenjacke. Es soll ein früher Winter werden. Eine blitzblaue Jacke, mit der er beim Einkaufen leicht zu finden ist. Vielleicht hat er sie auch deswegen angezogen. Harald ist ein umsichtiger Mann. Mit meinem Telefon. Ich habe gefragt, ob es schneien soll. Harald kommt zu mir in den Frühstücksraum. Er folgt meinem Blick zur Vitrine, in der Rosas Billet steht, wo sie es damals haben wollte. Rosa, sagt er, und meinst du nicht, es wäre gut, öfters was zu ändern? Denkst du, er kommt dieses Jahr wieder? Vielleicht hat er einen besseren Ort gefunden. Er hat doch einmal erwähnt, empfehle hier die Nähe zum Polarkreis. Der Flachländer ist ein Reisender. Das haben wir von Anfang an gewusst. Wollen wir? Ja, aber dieses Mal keine Tiefkühlprodukte. Der Gefrierschrank ist vom letzten Großeinkauf noch voll. Vielen Dank für das Gespräch und die Lesung.